Orgel töst in einem großen Raum, da gerät man schon in einen Rauschzustand. Die Orgel heißt auch die Königin der Instrumente, hat ein unglaubliches Klangspektrum. Ich kann in die Kirche gehen in einem Moment größter Freude und spiele drauf los und werde in diesem Gefühl bestärkt. Ich kann aber auch in die Kirche gehen in einem Moment größter Traurigkeit, spiele mir was und ziehe auch da Kraft draus und es hilft mir weiter. 331 ist zum Beispiel einer meiner Lieblingschoräle. Großer Gott, wir loben dich. Die meisten sind ganz verblüfft, dass eine Orgel in dieser Größe so etwa 2500 Pfeifen hat. So, jetzt ist sie verstimmt, jetzt muss ich dann erst wieder reingehen und muss sie wieder neu stimmen. Meine Frau, und das ist mein großes Glück, entstammt ebenfalls einem Kirchenmusikerhaushalt. Insofern ist sie das gewohnt, dass der Mann sonntags verschwindet, abends verschwindet. Ohne diese Unterstützung ging es nicht. Man übt ganz, ganz lange in einem Stück und das Stück dauert dann eine Viertelstunde und dann ist es rum. Meine Mutter zieht immer den Vergleich und sagt, ich koche den ganzen Vormittag und in 20 Minuten ist alles aufgegessen. Aber wenn man dann wenigstens die Rückmeldung bekommt, das war gut, dann hat sich die Mühe, die man reingesteckt hat, gelohnt.